Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Simon the Sorcerer 3 begrüßen zu dürfen. Wir wollen jetzt mal den Whisky nehmen und ihn endlich mal dem Schild geben. Der wird sich freuen. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich liebe sie, mein Herr, ganz ehrlich. Süßer Whisky, das süßeste aller Gifte. Hat dich das ein wenig aufgemuntert? Willst du kämpfen? Wie bitte? Einen Kampf? Auf geht's, Ring frei! Das ist lächerlich. Lächerlich, was? Hältst dich wohl für stark, oder? Hey, ich habe Eier aus massivem Stein und ich werde dich auseinandernehmen. Welch Tragödie. Ja, ich glaube, mit dem können wir jetzt nichts mehr viel anfangen. Entschuldigung? Was ist? Ich bräuchte eine Richtungsangabe. Die kannst du haben. Verzieh dich, du Schwuchtel. Wow, du bist aber aggressiv, wenn du betrunken bist. Aggressiv? Ich? Sag das nochmal, du mit deinem spitzen Hut und deinem Schwuchtelgesicht. Ach, hör doch auf. So, dann geht's mal weiter. Hat man nicht hier noch eine Telefonzelle? Ja, genau. Ich habe hier keine Ahnung, wo Waldgeister sein werden. Vielleicht sieht man was auf der Karte. Hat sie sich vielleicht geändert? Schauen wir mal auf der Karte. Ah, guck mal. Diese Wege hier sind anscheinend blockiert. Ja, da kommt man nicht hin. Dann hätte ich gesagt, also es ist nur der Norden hier. Wisst ihr was? Dann können wir uns den Norden uns auch genauer anschauen. Ob wir irgendwie was finden werden. Wenn wir nur den Norden hier haben. Und es nicht in den Süden geht. Ich wäre jetzt zur Hütte gegangen, um zu schauen, ob da was ist. Aber wie gesagt, wenn wir eh nur den Norden hier haben, dann schauen wir uns doch einfach mal um, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel in Dings gehen würden. Lasst uns mal einfach mal hier langlaufen. Und da ging es doch eigentlich ins andere Gebiet rein. Da liegt noch der andere rum. Was passiert, wenn wir jetzt in dieses Gebiet, ins nächste Gebiet reingehen, wo wir nicht reingehen können, laut Telefonzelle? Ist es dann irgendwie gesperrt? Ich krieche doch nicht mitten in der Nacht durch enge Löcher. Ah, so ist es gesperrt worden. Alles klar. Okay. So, dann schauen wir mal, hat sich denn hier irgendwie was, irgendetwas verändert? Da haben wir noch die eine Telefonzelle. Ich meine, ich sehe relativ wenig, aber ja, gut. Teilweise geht's schon. Vielleicht hat sich ja auch beim Ausgangspunkt, Kann mich jemand hören? Da hat sich nichts geändert, der ruft immer noch, hehe. Ach, der Arme. Hat sich vielleicht beim Ausblickspunkt für den Vulkan vielleicht was verändert? Da haben wir noch das Loch, das wir gegraben haben, aber ich glaube, da sind wir wohl eher fertig. Vielleicht bei den schlafenden Pflanzen, die wir haben. Wir hatten ja da so schlafende Pflanzen, vielleicht sind die jetzt nachtaktiv und nachts aufgewacht. Das liegt ja sowieso auf dem Weg zur Höhle, zur Hütte. Aber hier scheint auch weiterhin nicht wirklich was zu sein, außer ein wahnsinnig großer Platz. Laufst du eigentlich schon ganz schnell? Nee, doch, du laufst schon so schnell wie möglich. Hm.
Da steht der noch und wartet. Das sind sie doch. Das sind doch bestimmt die, wo wir brauchen. Wie fangen wir die ein? Können wir die mit dem Netz einfangen? Das ich jetzt gerade nirgends finde. Ach doch, da ist es doch. Können wir das damit einfangen? Naja. Hab dich! Mein Netz. Bist du dämlich? So fängt man doch keinen Waldgeist. Du brauchst irgendwas, das nicht brennt. Und wer bist du? Ich sitze mit einigen Freunden in dem Schuppen da drüben. Uns sind die Kerzen ausgegangen und daher musste ich einen von diesen hier fangen. Man sieht sich. Ah, ja. Ich glaube, ich sollte dieser Hütte mal einen Besuch abstatten. Und wette, das ist das, genau das, was ich gesagt habe, dass da bestimmt was ist. Und da brauchen wir hundertprozentig die Pizza. Okay. Wie geht's denn weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Ist also doch ganz gut gewesen, dass ich nicht direkt zur Hütte gegangen bin. Da hätten wir dann das mit dem Netz und dieses Gespräch übersehen gehabt. Na gut. Da ist die Hütte. Hat man aber... Ich würde ganz gerne noch... Aber wo waren denn diese Pflanzen? Die waren doch auch eigentlich hier in der Nähe. Muss ich dafür da reingehen? Ich wollte gerne wissen, ob ich diese Pflanzen, die da schlafen, ob da was passiert ist. Nee, die schlafen weiterhin. Das sind seltsam aussehende Pflanzen. Ich fasse das nicht an. Könnte ja giftig sein oder so. Nee, okay. Haben wir dafür irgendwie irgendetwas? Was war? Was ist das hier? Ach, das war der Schnür. Ach, wir haben einen Schnürsenkel. Können wir vielleicht den Staubsauger für die benutzen? Oder die Decke, um sie einzuwickeln? Nee, das geht nicht. Staubsauger? Nee. Okay, können wir nichts mitmachen. Wahrscheinlich irgendwann später mal. Dann gehen wir mal zur Hütte. Und die haben ja so ein Leuchtdings in einer Dings drin. Vielleicht kommen wir ja da irgendwie an so ein Dings ran. Ja, ach, die spielen. Die Frage ist, spielen die auch wieder sowas wie in wie im Teil 2, wo wir zuhören können? Und machen wir das? Geh mal abspeichern und dann probieren wir mal aus. Und dann probieren wir mal aus, ob wir denen wieder zuhören können wie im Teil 2. Also, das ist unser heutiges Szenario. Nock, Soldat der Stufe 10, yeah! Führt eine Gruppe Rebellen zu einem Überfall auf ein geheimes Versteck der faschistischen Polizei. Tötet sie! Tötet sie alle! Da mache ich kurz zur Pause. Ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal zuhören, mich vielleicht ausklinken und dann schauen wir mal, ob wir einfach wieder zuhören, was die so alles zu bereden haben. Und je nachdem die Folge dann da beenden mit, dass wir einfach zuhören, so wie ich es schon in Teil 2 gemacht habe. Kann natürlich sein, dass die jetzt nur eine oder zwei Minuten reden und dann sind wir wieder da. Also ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ihm hilft Scott, Student der Stufe 5, der bei den Fallschirmjägern dient. Komm zum Bund, da geht's rund. Du musst es ja wissen. Die technische Unterstützung liefert Rupert, ein Hacker der Stufe 10. Nennt mich einfach der Mann mit der goldenen Reset-Taste. Also, ihr rennt auf das Versteck zu, als plötzlich ein MG zu feuern beginnt. Ich protestiere gegen diese Art von Gewalt gegen Studenten, die niemals jemandem ein Leid zugefügt haben. Voran! Rauf auf den Hügel! Ich lege mich hin und bleibe hier. Rupert wird am Bein getroffen. Keine Angst, Rupert. Ich gebe dir den Gnadenschuss. Es ist eine Fleischwunde. Es ist zum Wohl der Truppe. Es ist eine Fleischwunde.
Sag ihnen, dass es eine Fleischwunde ist. Es ist eine Fleischwunde, aber er kann nicht laufen. Ich würfle eine 4 und kann ihn durch den Kugelhagel schleppen. Nock wird an der Schulter getroffen. Leg mich doch einfach ab und ich werde aus der Schusslinie kriechen. Jeder hat seinen Mann zu stehen und zu kämpfen. Versuche nicht, dich davon zu stehlen oder ich werde dich persönlich töten. Wenn ich mehr als eine 3 würfle, sollte ich dich tragen können. Hey, ich bin der Mann. Super, wir verstehen uns prächtig. Ihr rennt die letzten Meter in Richtung des Wachhauses. Das Feuer wird intensiver. Ich renne schreiend auf sie zu. Du erreichst das Tor unverletzt. Warum wird er nicht getroffen, obwohl er sich in der Schussbahn bewegt hat? Und warum wurde ich aus so großer Entfernung verwundet? Jeder weiß doch, dass die Wahrscheinlichkeit, vom Feind getroffen zu werden, bei der Annäherung abnimmt. Am Tor befindet sich ein Zahlenschloss. Ich kann das öffnen, denn ich habe ein Tastaturtalent, das die gewürfelte Punktzahl verdoppelt. Ich werde dich zur Tür tragen. Rupert hat eine 50-prozentige Chance, die Tür zu öffnen, bevor er verblutet. Ich fühle mich benommen und habe den Drang, meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Scott, du warst der beste Freund, den sich ein Mann wünschen kann. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich auch vermissen. Ich werde dafür sorgen, dass dir die Fachschaft ein kleines Denkmal errichtet. Nock, du hattest eigentlich nie was Besseres zu tun, als mich in solche Schwierigkeiten zu bringen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich hasse. Macht nichts. Ich hasse dich auch. Jetzt öffne die Tür. Moment mal. Glaubst du wirklich, ich reiße mir in den letzten Sekunden meines Lebens noch den Arsch für dich auf? Rupert hat eine 50-prozentige Chance zu verbluten, bevor er die Tür öffnet. Aber sobald er auf der anderen Seite ist, hat er eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, das Lazarett zu erreichen und behandelt zu werden. Dann wollen wir mal. 9. Beiseite, ihr Neandertaler. Ich gehe zur Tür und setze die geballte Kraft meines Tastaturtalents und meiner EDV-Kenntnisse ein. Es gibt ein lautes Geräusch, als die Steuerung explodiert. Die Tür öffnet sich aber trotzdem. Ich renne durch den Innenhof und verwende mein Ausweichtalent, um den zahlreichen bewaffneten Wachen aus dem Weg zu gehen. Ich renne mit winkenden Armen durch und entschuldige mich achselzuckend bei den Wachen. Ich töte die Wachen mit einem Karateschlag an die Kehle. Ich habe 1000 Todespunkte. Die Hälfte der Wachen ist tot. Scott ist außer Atem und kann die nächsten 10 Minuten nicht rennen. Und Rupert ist immer noch am Verbluten. Nock tut sein Handgelenk weh. Ist bestimmt nichts Neues für ihn. Hey Jungs, einer von euch muss zurückkommen und mich tragen. Warum sollten wir? Du wolltest uns doch auch nicht helfen. War doch nur ein Scherz. Ihr wisst doch, was ich für ein Spaßvogel bin. Ich unterdrücke meinen Unglauben für das Wohl der Mission. Scott beginnt während des Rennens zu husten. Die zweite Welle schlecht vorbereiteter Wachen rennt auf euch zu. Ich habe eine 6, wodurch ich mittels der aus der Kantine gestohlenen Plastikmesser die Hälfte aller Angreifer niedermähen kann. Ich habe eine 2 und marschiere in Richtung Rupert. Du wirst von hinten in den Kopf getroffen. Mein verwundbarer Punkt. Aber wenigstens haben sie mein Hasbro-T-Shirt nicht erwischt. Deine studentischen Glückspunkte kombinieren sich mit der Ineffektivität unkoordinierter Truppenbewegungen. Die Kugel bleibt in deinem Schädel stecken und kann in 20 Jahren entfernt werden. Das dürfte eine tolle Geschichte für die Sonntagszeitungen werden. Ich schalte weiterhin die Wächter aus. Du hast einen Flashback an Operation Wüstenwurm und schießt wahllos auf alles, was sich bewegt. Ich würfle eine 7, durch die ich mein DOS-Handbuch als Kompresse und meine alte Schulkrawatte als Binde verwenden kann. Können wir seine Waffe mitnehmen? Keiner von euch verfügt über die notwendigen Technologiepunkte, um sie abzufeuern. Aber Rupert kann sie tragen. Nock sollte es können. Nock, wo bist du? Ich renne durch das obere Treppenhaus und suche nach weiteren Wachen, die ich verprügeln kann. Du Blödmann! Nun werde nur nicht unhöflich. Locker bleiben, Jungs. Behalten wir die Mission im Auge. Ich denke, wir sollten Rupert aufheben und ihn ins Gebäude tragen. Fein. Wir könnten ihn als Rambock verwenden. Moment mal! Keine Sorge. Du wirst nichts spüren. Ich werde tot sein. Genau. Ich werde mich keinen Millimeter weiter bewegen, bis dieser Psychopath ein Beruhigungsmittel genommen hat. Irgendwo habe ich doch noch eins bei meinen Vorräten. Ich werde meinen Körper nicht mit deinen scheiß Medikamenten versauen. Und außerdem hast du während der ganzen Ereignisse deine Vorräte verloren. Nein, nein! Ich habe so viel Kohle dafür ausgegeben. Schnell, helft mir alle bei der Suche. Du musst weniger als eine 2 würfeln, wenn du das Zeug finden willst. Nein, eine 6. Ein absoluter Fehlschlag. Auweia.
Du findest es nicht und renkst dir bei der Suche auch noch das Kreuz aus, sodass du dich nicht mehr aufrichten kannst. Ah, Hilfe! Seine Schuld, wenn er keine Aufwärmübungen macht. Er hätte sich mit Scheiße einreiben und ein paar aufpeitschende Lieder singen sollen, bevor er sich so verausgabt. Ich kann mich nicht bewegen. Helft mir, Jungs! Rupert, während sie sich streiten, hörst du hinter der Tür ein Geräusch. Es klingt wie von Wachhunden. Hey, Jungs, hierher! Ich höre was hinter der Tür. Plötzlich öffnet sich die Tür und vier sabbernde Wachhunde kommen hindurch. Ich schalte sie mit einer der Waffen der Wächter aus. Du nimmst deine Waffe, aber... Oje, offensichtlich hat sie keine Munition mehr. Dumm gelaufen. Ich versuche mein Tierhypnose-Talent an ihnen. Du hast kein Tierhypnose-Talent. Sowas gibt es gar nicht. Aber ich habe 2000 Erfahrungspunkte angesammelt und die verwende ich nun für die Entwicklung dieses Talents. Also musst du innerhalb von 5 Sekunden ein neues Talent entwickeln und lernen. Oder die Hunde erwischen dich. So sind die Regeln. Du kannst die Hunde hypnotisieren. Sie brechen den Angriff ab und beginnen Scotts Gesicht abzulecken. Igitt, ich hoffe doch, sie haben keine Krankheiten. Guter Punkt. Und? Und was? Haben sie Krankheiten? Das weiß man noch nicht. Allerdings lecken sie an deinen offenen Wunden. Ah, weg mit ihnen! Weg mit ihnen! Ich verwende mein Tierhypnose-Talent, damit sie Scott in Ruhe lassen. Die Hunde ziehen durch die Tür ab, durch die sie hereingekommen sind. Einer von ihnen macht auf dem Weg eine Pause, um bei Nock das Beinchen zu heben. Das erinnert mich an meine Grundausbildung. Kann ich irgendwie mein Laptop-Modem mit der Klimaanlage des Gebäudes koppeln, um im Bereich der Büros der Anführer für örtliche Wirbelstürme zu sorgen? Nein, das Gebäude hat keine Klimaanlage. Aber du schaffst es, deinen Laptop zu ruinieren, indem du das Modemkabel in eine Steckdose steckst. Hey, so blöd bin ich auch wieder nicht. Die Würfel behaupten da was ganz anderes. Muss wohl das Adrenalin dran schuld sein. Das ist unfair. Wie soll ich jetzt Cybersex mit Ivana, meinem russischen Netbabe, haben? Sie wird mir den virtuellen Laufpass geben. Vielleicht solltest du dich endlich mal nach einer echten Frau umsehen. Frauen stehen nicht mehr auf diese Computerweicheier. Du musst etwas härter werden. Etwas aggressiver und rauer sein. So wie ich. Man könnte sie auch betrunken machen und auf einen Joint auf die Bude einladen. Ich habe keine Zeit fürs Trinken. Ich muss jeden Tag über 100 E-Mails beantworten und meine Webseiten auf den neuesten Stand meines Ultimo-Online-Clans, die Todesorks, bringen. Hä? Ich bin dessen Anführer. Ihr solltet mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Da gibt's ein Bild von mir als Borg verkleidet und Java-Code, der euch die Socken auszieht. Mann, Computer sind böse. Big Brother kann dich über den Monitor ausspionieren. Wie bei einem Zweiwegspiegel. Ich hatte mal eine künstlich intelligente Lebensform entwickelt, die auf meiner Festplatte wohnte und alle meine Daten löschte. Eines Tages hatte sie eine Identitätskrise und hielt mich für einen Virus, der ihre Privatsphäre zerstören wolle. Genug von diesem Schwachsinn! Wir müssen eine Mission durchziehen, bei der nichts schiefgehen darf. Ich stehe kurz vor einer Beförderung und die will ich mir von euch armseligen Zivilisten nicht versauen lassen! Wow, ich halte das Zuhören nicht länger aus. Es erinnert mich immer wieder an meine Schultage. So, da bin ich wieder rechtzeitig zum Ende. Und ja, nett, oder? Was haben wir denn nachher alles? Ich glaube, wahrscheinlich können wir jetzt mit denen reden. Und es war doch eine ganz nette Geschichte, was wir da von denen gehört haben. Die verschwenden ihre Zeit mit Spielen in einer Fantasiewelt. Wie traurig. Ja, aber echt traurig. Wir würden sowas nicht machen, oder? Oder ihr etwa? Naja, anscheinend haben wir hier die Tür noch. Müssen wir da eine Katze mit denen noch benutzen? Das wie im ersten Teil? Oder war das der zweite Teil? Nee, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich glaube, es muss der zweite Teil gewesen sein. Und da war es ja die Tür zumachen, um die Katze zu fangen, nicht die Katze hier zu benutzen. Aber eine Katze haben wir ja schon. So, bevor wir jetzt mit denen reden, würde ich sagen, machen wir ja Schluss. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.